Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Video Nummer 15 und es wird um Funktionenfolgen gehen. Insbesondere möchten wir für eine Folge von Funktionen zwei verschiedene Konvergenzbegriffe diskutieren. Das eine ist die punktweise Konvergenz und zum anderen die gleichmäßige Konvergenz. Und was wir auch noch machen möchten, ist den Raum der stetigen Funktion auf dem Kompaktum einführen. Und wir werden sehen, dass dieser Raum zusammen mit der Supremumsnorm eben ein Banachraum wird. Ja, die Konvergenz von Funktionenfolgen zu verstehen, ist ganz entscheidend für die Analysis. Ich möchte das an einem kleinen Beispiel illustrieren. Wir gehen hier nicht zu tief in dieses Beispiel rein, denn es ist etwas, was uns später noch ganz ausführlich beschäftigen wird. Und zwar wollen wir uns mal die Frage stellen, wie man, wenn man eine stetige Funktion hat, hier sei der Graph angezeichnet, denn den Flächeninhalt unter diesem Funktionsgraphen ausrechnen kann. Und dann stellt man fest, ja, das ist ja gar nicht so einfach, wenn das so eine beliebige stetige Funktion ist. Was aber einfach ist, ist diese Frage zu beantworten, wenn wir es mit einfachen Funktionen zu tun haben, beispielsweise mit einer stückweise affinen Funktion, die vielleicht so aussehen könnte. Denn dann können wir uns auf die einzelnen Abschnitte, auf denen die Funktion linear ist, zurückziehen. Wir bekommen dann solche Trapeze und da können wir mit einfachen geometrischen Formeln dann den Flächeninhalt eben angeben. Ja, und das kann man sich dann zunutze machen, um diese kompliziertere Fragestellung zu beantworten, indem man einfach die vorgegebene stetige Funktion durch so eine einfache Funktion approximiert. Das macht man, indem man einfach hier ein paar Punkte markiert und dann die stückweise affine Funktion betrachtet, die durch diese markierten Punkte geht. Und für diese nun hier rot angezeichnete Funktion kann man nun einfach den Flächeninhalt ausrechnen und dadurch bekommt man eine Approximation für den gesuchten Flächeninhalt, das schwarz schraffierte. Und die Approximation wird eben besser werden, wenn man die Diskretisierung feiner macht. Das heißt, wenn man mehr Punkte hier mal markiert und so weiter. Ich deute das jetzt hier mal nur an. Und worauf das führt, ist nun eine Funktionenfolge, die immer besser diese schwarze vorgegebene stetige Funktion approximieren würde. Und entlang dieser Funktionenfolge kann man dann die Flächeninhalte ausrechnen. Und wenn man nun zeigen kann, zum Beispiel wenn man zeigen kann, dass die Funktionenfolge dieser stückweise affinen Approximation dann geeignet konvergiert, sagen wir gleichmäßig, dann kann man beweisen, dass zum Beispiel auch der Flächeninhalt gegen den Flächeninhalt der schwarzen stetigen Funktion konvergiert. Und in solchen Zusammenhängen kommt man immer wieder dann auf Begriffe wie Funktionenfolgen und die Konvergenzeigenschaften von Funktionenfolgen. Ja, wir werden uns mit Integration eben später in der Vorlesung beschäftigen und jetzt in diesem Kapitel erstmal nur ganz allgemein mit Konvergenz von Funktionenfolgen. Und ich möchte zunächst an zwei Schreibweisen erinnern. Wir haben auf diese Art und Weise die Menge aller Funktionen, die auf einem Gebiet, auf einer Menge d definiert waren und in den Vektorraum Kd abbilden, bezeichnet. Wir haben festgestellt, das ist ein Vektorraum, wenn wir die Vektoraddition eben durch punktweise Addition und die Multiplikation mit dem Skalar eben auch punktweise definieren. Dann gab es in diesem Raum aller Abbildungen von d nach kd einen Unterraum, nämlich den Raum aller beschränkten Abbildungen. Dort lag dann eine Funktion drin, falls dieses u eben eine Abbildung ist von d nach kd und die Supremumsnorm von u eben endlich ist, also wir es mit einer beschränkten Funktion zu tun haben.
Dann hatten wir noch die Kurzschrift, dass wir nur BD geschrieben haben, falls der, der Bildraum einfach R ist. Das war unsere Abkürzung. Und insbesondere hatten wir noch den Raum CD, das war die Menge aller stetigen Funktionen, die auf der Menge D definiert waren. Und damit dieser Raum Sinn macht, muss natürlich D eine Teilmenge sein von dem metrischen Raum. Und wir werden uns hier vor allem den Fall anschauen, wo die Menge D eine Teilmenge ist vom RD. Ja, wir können gleich mit der Definition beginnen, die dieses Kapitel prägen wird. Wir schauen uns eine Folge von Funktionen an, und zwar Funktionen, die auf einer nichtleeren Menge D definiert sind und in den Vektorraum KD abbilden. Und wir nennen dann diese Folge punktweise konvergent gegen eine Grenzfunktion f, falls Folgendes gilt: Wenn wir einen beliebigen Punkt x aus dem Definitionsgebiet festhalten und den dann in unsere Funktionenfolge einsetzen, was bekommen wir dann? Nun, wir bekommen dann eine Folge im Bildraum KD. Und wenn diese Folge in KD soll eben dann konvergieren gegen den Wert der Grenzfunktion bei x. Das ist die punktweise Konvergenz. Dahingegen bezeichnet die gleichmäßige Konvergenz das Folgende: Für jedes Epsilon finden wir einen Index in 0, sodass für alle späten Folgenglieder, das heißt für Folgenglieder mit Index größer als in 0, und der Abstand der Funktionswerte von fn zu f eben kleiner als Epsilon ist, für beliebige Punkte aus dem Definitionsbereich. Na, und dieser Doppelstrich hier bezeichnet eben eine beliebige Norm auf dem Bildvektorraum. Und weil der Bildvektorraum eben endlich dimensional ist, sind dort alle Normen äquivalent. Von daher ist es auch egal, welche Norm man jetzt hier benutzen würde für den Bildvektorraum. Ja, wenn Sie die zwei Definitionen mal in Quantoren-Schreibweise hinschreiben würden, und das werden Sie wahrscheinlich tun, wenn Sie eine der Kontrollfragen beantworten, dann stellt man fest, dass die ganz ähnlich aussehen, aber die Reihenfolge der Quantoren ist vertauscht. Bei der gleichmäßigen Konvergenz ist eben wichtig, dass die Wahl dieses Index N0 nicht von x abhängt. Also man kann einen N0 wählen und dann gilt dieses hier für alle x. Während man, wenn man das in Quantoren hinschreibt, eben für jedes x man ein N0 findet, sodass dann die Epsilon-Definition der Konvergenz folgt. Okay, das sind die zwei Definitionen. Und es ist auch klar, wenn Sie das in Quantoren hinschreiben oder jetzt mal hier scharf hinschauen, dass die gleichmäßige Konvergenz stärker ist als die punktweise Konvergenz. Das heißt, gleichmäßige Konvergenz impliziert dann punktweise Konvergenz. Ja, wir möchten uns an einer Reihe von Beispielen mit diesen beiden Konvergenzbegriffen vertraut machen. Und das erste Beispiel handelt von der Funktionenfolge fn, von Funktionen, die auf dem Intervall 0,1 definiert sind und reellwertig sind. Und ich versuche jetzt mal einen Funktionsgraph für eine dieser Funktionen zu malen. Das sei mein Koordinatensystem. Meinetwegen hier liegt die 1, und es ist, um den Funktionsgraphen zu zeichnen, ist es sinnvoll, sich erstmal klar zu machen, wie der Graph von 1 durch x aussieht. Und wahrscheinlich ist es sinnvoll, hier diese vertikale Achse ein bisschen anders zu skalieren. Wir sagen mal, die 1 liegt dort an dieser Stelle. Und wir sehen, für x gleich 1 geht 1 durch x durch, ist 1 durch x 1. Das heißt, der Funktionsgraph muss durch diesen Punkt gehen. Wenn x groß wird, muss der Funktionsgraph gegen 0 gehen. Und wenn x gegen 0 geht, geht er gegen unendlich. Und dann könnte das Bild vielleicht in etwa so aussehen. So, das soll qualitativ der Graph von 1 durch x sein. Und wir interessieren uns ja nur für das Intervall 0,1. Dann kommt in der Definition noch der Index n vor. Wir nehmen mal an, dass das n hier liegt. Und dann liegt 1 durch n gerade an dieser Stelle hier. Das wird also hier liegen.
Und die Funktion ist eben identisch mit 1 durch x, wenn x größer gleich 1 durch n ist. Und wenn es kleiner ist, soll der Funktionswert gerade n sein. Das heißt, das hier wäre der Funktionsgraph. Ja, und wir möchten uns jetzt das Konvergenzverhalten für n gegen unendlich ansehen. Und zunächst fixieren wir mal in Punkt x aus dem Definitionsbereich 0,1 und untersuchen dann den Grenzwert n gegen unendlich von fn x. Das heißt, wir schauen uns die punktweise Konvergenz an. Und dann stellt man fest, wenn x aus 0,1 ist, ist x echt positiv. Und das bedeutet, wenn unser n groß genug ist, gilt dann, dass x größer ist als 1 durch n. Und das bedeutet dann, für jene n, für jene späten Folgenglieder, ist dann fn von x gerade 1 durch x. Das heißt, es ist klar, dass für alle x der Grenzwert n gegen unendlich gerade 1 durch x ist. Und was dann also hier steht, ist, was wir hier gezeigt haben, ist, dass fn gegen die Funktion f punktweise konvergiert, wobei wir mit f eben die Funktion 1 durch x bezeichnen. Ja, andererseits beobachten wir Folgendes: Wenn wir in Fn den Punkt 1 durch 2n einsetzen, das ist ein zulässiger Punkt, 1 durch 2n ist größer 0, kleiner 1, und den Abstand zum Funktionswert von dem punktweisen Grenzwert f an der gleichen Stelle uns angucken, dann sieht man zum einen, weil 1 durch 2n kleiner ist als 1 durch n, dass eben Fn von 1 durch 2n gerade n ist, und wenn wir das einsetzen in 1 durch x, dann ist es gerade 2n. Dann sieht man, dass da gerade n rauskommt. Und für n gegen unendlich ist es eben etwas, was gegen unendlich geht. Ja, diese Beobachtung zeigt nun, dass der punktweise Grenzwert f nicht der gleichmäßige Grenzwert von fn sein kann. Und weil wir uns bereits schon klar gemacht haben, dass eben die gleichmäßige Konvergenz die punktweise Konvergenz impliziert, folgt hieraus, dass eben die Funktionenfolge fn nicht gleichmäßig konvergent ist. Eine Anmerkung ist noch, dass das ja auch ein Beispiel ist für eine Funktionenfolge von beschränkten Funktionen. Für jedes einzelne n ist eben fn eine beschränkte Funktion. Das ist nämlich kleiner gleich n. Und der Grenzwert, der punktweise Grenzwert dieser Funktionenfolge ist aber unbeschränkt. Na, die Funktion 1 durch x ist unbeschränkt. Wenn x gegen 0 geht, geht 1 durch x gegen unendlich. Ja, das nächste Beispiel ist hier gegeben, wieder eine Folge reellwertiger Funktionen, dieses Mal auf dem Intervall minus 1, 1. Hier ist die Definition und man versteht es vielleicht am besten, das Beispiel, indem man wieder den Funktionsgraphen aufmalt, mal ich ein Koordinatensystem zunächst einmal. Und hier kommt wieder der Parameter n vor. Und auf der rechten Seite insbesondere 1 durch 2n. Ich male mal 1 durch 2n ein. Das würde hier liegen für ein geeignetes n. Und dann kommt auch minus 1 durch 2n vor. Das würde vielleicht hier liegen, hat denselben Abstand. Und wenn n groß wird, dann würden die zwei Punkte symmetrisch von beiden Seiten gegen den Ursprung konvergieren. Und die Funktion ist jetzt so gebaut, dass für Funktionswerte, für x die Argumente x, die kleiner sind als 1 durch 2n, die Funktion konstant minus 1 ist. Und für Funktionen, für x, die größer als 1 durch 2n sind, ist die Funktion eben konstant 1. Und dazwischen wird linear interpoliert und das sieht dann so aus. Naja, so sieht es nicht aus. Das müsste etwas sein, was durch den Ursprung geht. So würde das aussehen. Also diese lineare Strecke schneidet den Ursprung, geht durch den Ursprung. Wie man auch sieht, wenn man für x 0 einsetzt, kommt da eben 0 raus. Also das ist der Funktionsgraph von fn. Und man sieht wieder, wenn wir hier irgendeinen Punkt festhalten, meinetwegen diesen Punkt hier, dass für größer werdendes n der Funktionswert sich nicht ändert, der bleibt immer
1, beziehungsweise hier bleibt er immer minus 1. Und solange wir nicht den Wert x gleich 0 einsetzen, wird Folgendes passieren: Wenn wir also ein positives x einsetzen, dann wird irgendwann, wenn n groß genug ist, diese Zahl 1 durch 2n kleiner sein als diese Zahl, die positive Zahl, und damit kommt am Schluss für n gegen unendlich eben auch der Wert plus 1 raus für positive x und für negative x der Wert minus 1. In anderen Worten, was man eben einfach dann sich klar machen kann, ist, dass diese Funktion gegen den Grenzwert konvergiert, der durch die Funktion gegeben ist, plus 1, minus 1, wenn x positiv ist, minus 1, wenn x 0 ist. Und wenn man hier 0 einsetzt, dann kommt die konstante Folge 0 raus. Das heißt, dort wird der Grenzwert eben 0 sein. Und diese Konvergenz ist die punktweise Konvergenz. Andererseits ist diese Folge auch nicht gleichmäßig konvergent, wie man wie folgt sieht. Dazu setze ich in meine Funktionenfolge wieder einen geeigneten Wert von x ein, dieses Mal nämlich 1 durch 4n, und vergleiche das Ergebnis mit dem Wert, den die Grenzfunktion, die punktweise Grenzfunktion an dieser Stelle annimmt. Nun, 1 durch 4n ist eine echt positive Zahl, das heißt, die Grenzfunktion ist dort gerade konstant 1. Während, wenn man jetzt 1 durch 4n in fn einsetzt, ist man gerade auf diesem linearen Interpolationsstück. Das heißt, ich muss 2n mal 1 durch 4n rechnen und da kommt gerade 1/2 raus. Das heißt, der Abstand ist dann gerade 1/2 und er geht nicht gegen 0. Das heißt, die Folge ist nicht gleichmäßig konvergent. Okay, also es ist wieder ein Beispiel für eine Funktionenfolge, die punktweise konvergiert, aber nicht gleichmäßig. Und bei dieser Funktionenfolge hat man jetzt eine Folge von stetigen Funktionen. Diese fn's sind alle stetig, aber der Grenzwert, der springt. Der hat eine Unstetigkeitsstelle bei x gleich 0. Also wir haben bei diesen vorangegangenen zwei Beispielen gesehen, dass entlang punktweiser Konvergenz Eigenschaften wie Beschränktheit oder Stetigkeit verloren gehen können. Auch wenn wir eine Folge beschränkter oder stetiger Funktionen uns angucken, kann es passieren, dass der punktweise Grenzwert nicht beschränkt ist oder auch nicht stetig. Und wir möchten uns jetzt in den nächsten beiden Lemmas klar machen, dass die gleichmäßige Konvergenz bessere Eigenschaften hat. Ja, und das erste Lemma sagt nun Folgendes: Wenn wir uns eine Folge beschränkter Funktionen ansehen und die Funktionenfolge gleichmäßig konvergiert gegen eine Grenzfunktion, dann ist auch schon die Grenzfunktion beschränkt. Ja, wie beweist man das? Nun, zu zeigen ist eben Folgendes: Wir müssen eine Konstante finden, sodass der Funktionswert des Grenzwertes, des gleichmäßigen Grenzwertes, kleiner gleich ist als diese Konstante für alle x aus dem Definitionsgebiet. Ja, und das folgt im Wesentlichen aus zwei Punkten. Der erste Punkt ist, dass aufgrund der Dreiecksungleichung wir den Betrag von fx abschätzen können durch fx minus fnx plus Betrag von fnx. Und ja, da haben wir einfach fnx dazugezählt und abgezogen und dann die Dreiecksungleichung verwendet. Und wir können natürlich die rechte Seite, auf der rechten Seite den zweiten Term zunächst einmal gleichmäßig in x abschätzen, indem wir hier diesen Term durch die Supremumsnorm von fn abschätzen. Die fn sind ja beschränkt, das heißt, hier kommt eine Zahl raus, die eben kleiner unendlich ist. Und auf der anderen Seite folgt nun aus der gleichmäßigen Konvergenz von fn gegen f, dass ein n existiert, sodass
für alle x aus dem Definitionsbereich der Abstand von fx minus fnx, sagen wir kleiner gleich 1 ist. Dann, wir könnten für jedes Epsilon, hier ist das Epsilon als 1 gewählt, können wir einen Index finden, der vorher n0 genannt wird, sodass dieser Abstand für alle n größer n0 kleiner ist als Epsilon. Hier haben wir jetzt eine viel weniger starke Eigenschaft benutzt. Wir haben für Epsilon einfach nur 1 gewählt und haben uns nur einen Index n rausgepickt, sodass dieses hier gilt. Aber wenn man das jetzt eben verwendet, dann folgt daraus eben aus diesen beiden Punkten, dass für alle x aus dem Definitionsbereich f von x kleiner gleich ist als 1 plus die Supremumsnorm von fn, und das ist eine Zahl, die könnte ich jetzt mit c bezeichnen, und die ist kleiner unendlich. Und damit hat man dieses einfache Lemma bewiesen. Ja, bei dem zweiten Lemma möchten wir über Stetigkeit sprechen, und da müssen wir uns Funktionen anschauen, die zumindest auf einem metrischen Raum definiert sind, und wir schauen uns hier speziell Funktionen an, die eben auf einer Teilmenge des R hoch d definiert sind. Wir nehmen also an, d sei nicht leer, und dann schauen wir uns eine Funktionenfolge stetiger Funktionen auf d mit Werten in R an. Und wir nehmen an, dass diese gleichmäßig gegen eine Abbildung von d nach r, gegen eine Funktion von d nach r konvergieren. Und die Behauptung dieses Lemmas ist, ja, dann muss auch schon der Grenzwert eine stetige Funktion sein. Ja, wie beweist man das? Wir müssen also zeigen, dass die Grenzfunktion f an jedem Punkt stetig ist. Also fixieren wir erstmal unseren Punkt, also x 0, ein Punkt im Definitionsgebiet d, und wir möchten jetzt das Epsilon-Delta-Kriterium der Stetigkeit am Punkt x 0 nachweisen. Das heißt, zu zeigen ist folgendes: für jedes Epsilon größer 0 finden wir ein Delta größer 0, sodass folgende Implikation gilt: wenn x in der Delta-Kugel um x 0 ist, dann gilt, dass fx minus fx0 kleiner als epsilon ist. Ja, um diese Aussage hier zu zeigen, stellt man zunächst fest, dass aus der gleichmäßigen Konvergenz folgt, dass es eben einen Index gibt, einen Index n gibt, sodass der Abstand von fnx zu fx kleiner ist als Epsilon, sagen wir Epsilon Drittel. Und zwar für alle x aus dem Definitionsgebiet. Dann wissen wir ja, dass unser fn stetig ist, insbesondere in Punkt x0. Und das bedeutet, dass wir mit dem Epsilon-Delta-Kriterium jetzt für fn ein Delta finden können, sodass diese Implikation eben für fn gilt. Das heißt, wenn x in der Delta-Kugel um x0 liegt, dann folgt daraus, dass der Abstand von fnx zu fn x0 kleiner ist als Epsilon Drittel. Ja, und aus diesen beiden Punkten sieht man nun Folgendes. Also, wenn wir jetzt einen beliebigen Punkt x nehmen aus unserer Delta-Kugel um x0, dann können wir jetzt den Abstand von fx zu fx0 mithilfe der Dreiecksungleichung abschätzen, indem wir das fnx und fnx0 da rein schmuggeln. Das heißt, wir addieren hier und subtrahieren fnx als auch fn x0 und verwenden die Dreiecksungleichung. Was dann passiert ist eben, dass dieses kleiner gleich ist als fx minus fnx plus fnx minus fnx0 plus fnx0 minus fx0. So, und da haben wir jetzt verschiedene Terme. Der erste Term als auch der letzte Term sind von der Gestalt, dass man f mit fn vergleicht, einmal am Punkt x, einmal am Punkt x0. Aber wir wissen,
dass der Abstand unabhängig von x eben kleiner ist als Epsilon Drittel. Das heißt, das ist kleiner als Epsilon Drittel und dieses ist kleiner als Epsilon Drittel. Und da haben wir eben diese Abschätzung hier verwendet. Und auf der anderen Seite, dieser zweite Term, den können wir mit Hilfe dieser Abschätzung hier abschätzen und sehen, dass auch dieser Term kleiner ist als Epsilon Drittel. Und wenn man dann die rechte Seite zusammenzählt, dann steht da gerade Epsilon und wir haben die Epsilon Delta, das Epsilon Delta Kriterium für die Stetigkeit von f am Punkt x0 nachgewiesen. Und weil jetzt x0 beliebig war, folgt daraus, dass der Grenzwert f tatsächlich stetig ist. Und mit diesem kurzen Argument sind wir auch schon am Ende dieses Lernvideos.